Hallo und herzlich willkommen hier in Augsburg zum Spiel FC Augsburg gegen SV Werder Bremen. Ja, ausverkauftes Stadion, die Mannschaften klatschen sich hier gerade noch ab und heute im Fokus ist Raoul Bobadilla mit seinen 5 Toren in den letzten 3 Spielen. Ich hoffe, er kann natürlich heute daran anknüpfen. Ich würde sagen, los geht's. Im Vergleich zum letzten Mal gibt es natürlich keine Umstellungen in der Mannschaft. Ich bin momentan so zufrieden mit der Mannschaft, die hier gerade auf dem Platz steht, dass ich da keinen Bedarf sehe, umzustellen. Und da war schon das erste Foul. Ja, den haut Tuchowski von hier aus nicht drauf. Und der wäre sogar ins Tor gekommen. Aber Wiedwald hat den natürlich. Ja, wir wollen natürlich hier 3 Punkte mit, oder besser gesagt 3 Punkte hier in Augsburg behalten, damit wir weiterhin an der Spitzengruppe oben dran bleiben können. Wir sind ja momentan auf einem Europa League Platz. Ja, vielen Dank für die Ecke. Ja, braucht man sich nicht zu ärgern. Der war gar nicht mal so schlecht. Der Abschluss. Und der war perfekt! Und drin ist das Ding. Die schöne Ecke von Benassi auf den Kopf. Ich glaube, es müsste... War es Carlsen Bracker oder... Ja, es ist Carlsen Bracker. Jan Ingvar Carlsen Bracker, der Innenverteidiger, nach der Ecke... Haut das Ding einfach ins Tor rein. Wunderbar, so muss das sein. Und das sind dann Momente, da macht FIFA einfach richtig Spaß. Die Fans singen im Hintergrund. Und da der Ausgleich der Bremener, da komme ich nicht an den Ball. Und da haut der einfach mal so einen Fernschuss raus, der Uca. 5 Minuten später dann mit dem Ausgleich. Ja, das hier könnte heute mal wieder eine interessante Partie werden. Schön hier von Klavan. Ah, und der Pass war nicht so schön. Nee, der soll bitte nicht nochmal schießen. Die Flanke. Die Bremer machen hier auf jeden Fall mal richtig Alarm. Und den hat Hits. Nein, 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 alle wieder hinter dem Ball. Jetzt. Okay. Was? 11 Meter? Wofür? Hier genau ungefähr so sitze ich hier gerade auch auf meinem Stuhl. Na, das hätte ich jetzt gern gesehen. Haha. Und den haben wir. Da habe ich schon fast vergessen zu springen, aber das war ja gut so. Und dann die Grätsche von hinten in die Beine rein. Gelbe Karte.
und der kam ein wenig schlecht. Die Fans feuern natürlich hier ihre Mannschaften an. What? Was können die Bremer für Fernschüsse? Jetzt Bark Frede schon wieder mit so einem Hammer. Das ist langsam echt krass. Ja, und der Pass kam bescheiden. Jetzt liegen wir zurück, jetzt müssen wir mal nachlegen. Es funktioniert gerade irgendwie gar nichts bei uns. Abseits. Hallo Herr Schiedsrichter, Sie standen gerade ein bisschen vor meinem Mann. Das war gerade nicht so gut. Besser gesagt von meinem Spieler. Dankeschön. Ja, beschwer dich doch noch, ey. Ach, Eckfahren, Zielschießen hier. Das war schon das Ende der ersten Halbzeit. Und jetzt macht es mir gerade irgendwie überhaupt keinen Spaß mehr. Irgendwie schwanken gerade meine FPS zwischen 23 und 61. Jetzt sind wir wieder auf 60. Jetzt sind wir wieder auf 10 runter. Ach du grüne Neune. Benassi will sich hier nicht mit der Niederlage abgeben. Deswegen einfach mal den Ball auf Sean Parker. Der wurde gut geblockt, hätte ich vielleicht nochmal zurückziehen müssen. Und Bark Frede ist jetzt durch wieder im Fokus. Mann! Da geht da keiner mal zum Kopfball hin. Und dann kann Uja einfach einnetzen. Mist. Ja, ich glaube, jetzt reißt unsere Siegesserie so langsam. Oder zumindest bröckelt sie. Ach du grüne Neune! Und jetzt kommt Claudio Pizarro rein. Ist eh noch der beste Mann. War ich ziemlich traurig, als Bayern einen Vertrag von ihm mit verlängert haben. Einfach mal kommentarloser Wechsel. Aber die passen doch gar nicht dahin. Ist mir aber gerade egal. Ich will mich jetzt schnelles Spieler hier haben. Ja, versuchen es nochmal mit der Ecke. Oh. Na, Drade will einfach mal den Seitfalls hier auspacken. Dabei ist er auch gerade anscheinend ein Foul.
Und dann der schwache Abschluss. Das wäre das Anschlusstor gewesen, dann hätten wir ja nochmal Hoffnung gehabt, aber. Anschlusstor hätte ja nochmal Hoffnung gemacht, aber da, ne. Oh Gottchen. Ach, Barkfrede geht auch endlich raus. Damit haben sie ihre Torschüsse schon mal ausgewechselt. Und jetzt Bobadilla, komm. Gib uns Hoffnung, bring uns. Ach Gott, ich werf gleich meinen Controller weg. Können schon längst wieder 3-3 stehen. Andi am Rande der Verzweiflung. Sag mal, ist es so schwer, diesen großen Kasten da zu treffen? Um den eigenen noch am besten noch ein bisschen zu beschützen. Wir haben irgendwie kein Glück. Drei Minuten. Also ich weiß nicht, wie viele Chancen wir hier einfach in dem Spiel haben, die wir hatten, die wir nicht genutzt haben. Und dann diese zwei blöden Fernschusstore da. Ihr seht, 6 Schüsse aus Tor und 11 normale Schüsse. Dazu fällt mir nichts ein. Und jetzt haben wir eine Nationalmannschaftspause. Möge mal bitte jemand erklären, warum wir zum Henker so viele Chancen haben liegen lassen.
Nationaltrainer von Chile, wäre natürlich auch geil. Vidal, Alexis Sanchez. Was haben sie noch? Boah, ich krieg sie gar nicht alle zusammen. Neues aus England, gescoutete Spieler. Ja, die haben woanders unterschrieben. Schön, für, ist mir noch egal. Ich würde sagen, wir haben. Ach, jetzt sind sie alle auf Länderspielreise. Dann machen wir jetzt hier mal noch ein bisschen Training in der Zwischenzeit. Für die, die noch da sind. Staphylidis ist nicht auf Länderspielreise. Normalerweise ist der doch auch immer bei Griechenland. Aber wenn irgendwie eine EM oder sowas ist, hat eine EM im November. Da passt was nicht. Dann, ja. Heute ist Spieltag und wir wollen natürlich Anschluss halten an die Gruppe da oben. Ja, mal schauen. Die Bremer sind jetzt vor uns wieder, okay. Haben natürlich jetzt ein paar Tabellenplätze eingebüßt. Neues aus Frankreich brauchen wir nicht. Ja. Gelius. Sorry, nein. Der bedankt sich. Ich würde sagen, wir können mal noch gerade. Da wird die Folge zwar auch wieder ein bisschen länger, aber kann ja ruhig, kann man ruhig mal machen. Man kann ja ruhig mal ein bisschen hier schauen, was man noch braucht und was nicht. Beziehungsweise, was man noch verleihen könnte oder verkaufen könnte. Ja, im Tor haben wir hier Gelios, Sitz und Ötl. Gelios steht ja immer noch ein Jahr auf der Leihliste. Rieder und Ude werden ja, sind ja immer noch auf der Leihliste. Framberger ist ja auch, ist der verliehen. Auf der Leihliste, warum will die eigentlich keiner haben? Ekin ist verliehen, Tomi ist auch verliehen, Werner ist da. Mora weg. Feulner ist auf der Transferliste. Dochowski ist noch da. Ayeti ist verliehen. Möller ist auch verliehen. Warum setze ich Parker auf die Leihliste? Bin ich denn gerade komplett irre? Sean Parker doch nicht auf die Leihliste. Ja, ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder dabei in der neuen Aufnahmestaffel hier gegen Stuttgart. Ich hoffe, es geht so weiter, wie wir heute angefangen haben. Der Schluss war nicht ganz so erfolgreich. Ja, und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin sage ich ciao.